hinter der verschlossenen Tür. Diese Woche wurde ein weiteres mysteriöses Video auf einer Reddit-Seite ohne Originalquelle veröffentlicht. Der Clip wurde von einem arabischen Repost-Konto auf Instagram hochgeladen. Aber die im Video gesprochene Sprache ist Spanisch. Aber wo auch immer es herkam, das Filmmaterial ist wirklich erschreckend. Wird ein Ball geworfen und hinter dem Kameramann taucht ein kleiner Junge auf. Kichernd rennt der Junge direkt durch eine geschlossene Tür und verschwindet. Ohne Vorwarnung scheint sich das entsetzliche Gesicht einer Frau direkt aus der verschlossenen Holztür zu lehnen und erschreckt den Filmer. Das Video wird dann geschnitten und wir haben keine Ahnung, was als nächstes passiert. Jetzt wie immer, wenn es keine Quelle gibt, werde ich sicherlich nicht sagen, dass dieser gruselige, bizarre Clip echt ist. Haben wir hier kreative Köpfe gesehen, welches echt gut gefaked wurde? Oder spielte hier wirklich ein Geisterbaby mit unserer Wahrnehmung? Was es auch ist, es ist definitiv sehr gruselig. Es schaut dich an. Dieses Video wurde von Felix Estrella gemacht aus Gainesville, Florida. Eines sehr frühen Morgens, als Felix von einer Bar kam und ein wenig angetrunken war, ging er nach draußen, um frische Luft zu schnappen. Dann entdeckte er etwas wirklich Bizarres in einem Garagenfenster. Er zückt sein Handy und fängt an zu filmen. Okay, cool. Ein blasses, gruseliges Gesicht ist zu sehen, das Felix vom Fenster aus beobachtet. Als Felix sich der Garage nähert, verschwindet das Gesicht auf mysteriöse Weise. Könnte es also sein, dass Felix zufällig eine Art Geist oder ein Wesen erwischt hat? Oder ist das eventuell eine Lichtspiegelung? Doch wie kann es dann sein, dass solche Gesichtszüge einer Geistergestalt zu erkennen sind? Lasst es mich doch wissen. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt.
Paranormaler Albtraum. Katie Gellinger vom YouTube-Kanal Paranormal Nightmares sagt, dass sie in den letzten 5 Jahren paranormale Aktivitäten in ihrem Haus in Kanada erlebt hat. Sie behauptet, dass irgendetwas Düsteres ihre Puppen eingenommen hat und ihre Katzen sehr seltsam reagieren. Diese gruselige paranormale Präsenz nehmen oft seltsamerweise ihre Hauskatzen ins Visier. Schaut euch mal an, was ihre Kamera aufgenommen hat. Katie glaubt, dass die Quelle des Spuks in ihrem Haus ihre Sammlung antiker Puppen sein könnte. Doch sie will die Puppen nicht loswerden, da sie ihrer Tante gehören, die vor kurzem verstarb. Katie hält die gruseligen Puppen im Keller mit einer Überwachungskamera fest, die den Bereich die ganze Zeit überwacht. So geht Katies Ehemann, Jamie, eines Tages gegen 15 Uhr in seine Kellerwerkstatt, um schnell ein Stück Holz zu schneiden. Als er wieder herauskommt, ist er etwas erschrocken über das, was er sieht. Der Stuhl, auf dem sich die Puppen befinden, scheint sich von selbst zurückzulehnen und bleibt einfach wackelnd in der Luft stehen. Jamie kann seinen Augen nicht trauen und benutzt das Stück Holz, das er geschnitten hat, um einfach um den Stuhl herumzustochern. Er sucht nach etwas Seltsamen, aber er findet nichts. Selbst nachdem er alle Seiten überprüft hat, konnte er nichts Seltsames entdecken. Der Stuhl fällt zurück auf den Boden und Jamie hat genug. Er beschließt, einfach zu verschwinden. Aber Jamie ist nicht der Einzige, dem im Haus ein furchteinflößendes Erlebnis widerfährt. Mitten in der Nacht hört Katie Geräusche aus dem Badezimmer im Obergeschoss. Sie kehrt mit ihrem Telefon zurück und beginnt im Dunkeln aufzunehmen. Bald nehmen die Dinger eine erschreckende Wendung. It's 2:30 in the morning. I'm in the upstairs bathroom. I was in here 5 minutes ago by myself. And I heard something whisper my name, so I ran into the bedroom and got my phone. I'm scared shitless. I'm in here by myself. Got the nightlight on, I'm sitting on the toilet. I'm just waiting to see if I can catch the voice again. Oh my god. Who are you? Oh my god. Go away! Oh, oh god.
Katie ist schockiert, als sie etwas sieht, das wie eine seltsame, missgestaltete Schattenfigur aussieht, die direkt aus der Dunkelheit aufzutauchen scheint. Sie sagt, sie habe keine Ahnung gehabt, wer oder was es sein könnte. So, spukt es also in Katies Haus? Oder werden die Puppen von irgendwem oder irgendwas heimgesucht? Vielleicht legen uns die Puppen auch nur rein. Doch was es auch ist, es ist echt unheimlich. Der Spaß fängt an. Der TikTok-Nutzer Jacob erklärt in seinem Video, dass er kürzlich das Haus seiner Großmutter geerbt hat, nachdem sie verstorben war. Aber Jakob sagt, dass er das seltsame Gefühl nicht loswerden kann, dass etwas im Haus ihn einfach nicht dort haben will. Und dann wird es nur noch seltsamer, weil Jacob eine gruselige alte Narrenpuppe findet, die seiner Großmutter gehörte. Sie wirkt wie ein Clown. Doch der Spaß fängt erst richtig an. Grandmother's old house. She left it for me, and when I got here, I saw a bunch of cool stuff. And one of the best things is right behind here. Oh yeah. I call him Jeffrey. Grandma left him for me, I guess. Real creepy. Jacob versucht, die Puppe nachts zu filmen, da mit der Zeit seltsame und unangenehme Dinge passiert sind. Er nimmt die Puppe mit in den Keller und setzt sie auf den Boden. Doch was dann passiert, wird er nie mehr vergessen. Jacob sagt, dass ihn der Anblick der Puppe als Kind erschreckt hat, aber er meint, dass es ihn nicht mehr wirklich stört. Spät in der Nacht wacht Jacob auf und er hört ein Klopfen aus seinem Schlafzimmerschrank. Konntest du es auch sehen? Der Kopf der Narrenpuppe hat sich gedreht, bevor er dem Bett zugewandt war. Aber jetzt starrt er Jakob an, als er die Schranktür schließt. Fast so, als würde es ihm im Auge behalten wollen. Jacob sagt,
dass er zu diesem Zeitpunkt nicht einmal bemerkte, dass sich die Puppe bewegt hatte und es erst später bemerkte, als er sich sein Filmmaterial ansah. Könnte es wirklich eine Entität geben, die mit der gruseligen Narrenpuppe verbunden ist? Oder werden wir hier nur von dem Clown hereingelegt? Wie immer lasse ich euch entscheiden, was hier passiert ist. Geist der Queen Mary. Der paranormale Ermittler und Autor Brandon Elvis, den einige von Ihnen vielleicht aus der beliebten Fernsehserie Ghost Hunters kennen, hat viele Jahre seines Lebens der Erforschung und Aufzeichnung des Paranormalen gewidmet. Aber selbst für Brandon gibt es eine Untersuchung, die er als besonders gruselig auffällt. Und das ist die Untersuchung des historischen RMS Queen Mary, was nun als unheimlichstes Hotelschiff der Welt zählt. Die RMS Queen Mary befuhr 1936 bis 1967 den Nordatlantik, dient sowohl als Kreuzfahrtschiff als auch alliiertes Truppenschiff während des Zweiten Weltkriegs. Das Schiff hat seinen gerechten Anteil an tragischen Todesfällen gesehen. Eines davon ist das eines kleinen Mädchens, das im Schwimmbecken des Schiffes ertrunken ist. Viele Besucher und Mitarbeiter behaupten, dass es im Schwimmbeckenbereich des Schiffes sehr spukt. Und einige sagen sogar, dass sie die Geister von Frauen und Kindern in Badeanzügen im Stil der 1930er Jahre gesehen haben. Bei der Untersuchung des Schwimmbadbereichs hören Brandon und ein weiterer Ermittler etwas Beunruhigendes. Come closer. No way, Dale. You know someone that lived there for us. Yeah. Get up. Go. Get up. Es klingt nach einer unbekannten Kinderstimme, die schreit, get out und help us. Woher die Schreie genau kamen, konnte bis heute noch niemand feststellen. Aber eine Verbindung mit der Schwimmanlage sollte es schon geben. Aber das ist noch nicht alles, was Brandon auf der RMS Queen Mary eingefangen hat. Jetzt ist Brandon bis auf einen weiteren Ermittler und einem Wachmann völlig allein. Der Pool ist leer und wird nicht mehr genutzt. Und der Bereich ist für alle anderen Gäste gesperrt. Was als nächstes passiert, ist wirklich erschreckend. The footage you are about to see was collected during an EMF sweep of the changing stalls. The only people present were two AFR members and a security guard. You will now see the raw footage of an unaccounted for figure sitting in one of the right-hand changing stalls. Hast du es gesehen? Jemand oder etwas ist in einer der Umkleidekabinen des Schwimmbeckens zu sehen. Die schaurige Gestalt scheint leuchtende Augen zu haben, während sie die kleine Gruppe aus dem Schatten beobachtet. Brandon sagt, dass sie zum Zeitpunkt der Aufnahme nichts gesehen haben. Wer oder was lauert also im Dunkeln? Ist das wirklich ein Geist eines verstorbenen Mädchens aus dem 19. Jahrhundert, die immer noch in der RMS Queen Mary ihre Ruhe sucht? Oder fahren wir direkt aufs Eis und werden hereingelegt? Ihr entscheidet.
entscheidet,